Okay, lass mich hier raus. Du kennst den Plan, oder? Gut. Wir sehen uns dann später. Okay, ich muss Ruhe bewahren. Nur für Angestellte. Kann ich hier nicht durch? Ah, ich glaube, ich weiß, was ich machen muss. Gut, dann gehst halt durch den Lüftungsschacht. Boah, ist das eng hier, ey. Oh, wo muss ich denn jetzt lang? Muss ich jetzt geradeaus? Oh, fuck. Ich gehe mal einfach nach rechts. Okay, gut. Und jetzt nochmal nach rechts. Und da ist es auch schon. Hoffentlich bin ich nicht komplett schwarz, nachdem ich hier durchgegangen bin. So dreckig, wie es hier ist. Und überall noch Spinnen und Fliegen und alles. Oh. Oh. Okay, gut, ich bin da. Und da hinten ist er auch schon. Oh, Baby. Das wird toll. Lebe wohl. Das sieht gut aus. Das sieht sehr gut aus. Ich bin reich. Warte, was? Was geht, Leute? Ich bin's, Psyak, und erstmal herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Minecraft Quick Tip. Und ja, in dieser Folge zeige ich euch, wie man kriechen kann. Ja, kriechen. Wie ihr gerade gesehen habt, bin ich da hinten durch diesen Lüftungsschacht gekrochen, um hier in diesen Tresorraum zu kommen. Und ja, übrigens Leute, falls euch dieser kleine Clip gerade eben gefallen hat, lasst doch gerne einen Daumen nach oben da und schreibt mir in die Kommentare, ob ihr mehr davon sehen wollt. Ich zeige euch dann auch erstmal, wie das Ganze funktioniert hat. Und ja, was ihr dafür braucht, ist nicht wirklich viel. Das hier alles braucht ihr natürlich nicht. Ah, warte, das brauche ich jetzt gerade kurz. Und zwar braucht ihr das hier. Diese drei Sachen, mehr nicht. Das war's eigentlich auch alles schon. Und ihr braucht logischerweise auch noch ein paar Blöcke zum Bauen. Und ja, mehr eigentlich auch nicht. Wie ihr sehen könnt, funktioniert das alles mit einem Boot. Und zwar geht man da rein und kann dann hier durchkriechen. Sieht echt gut aus. Man kann das auch vielleicht für einen, ja wer weiß, einen Militärkurs benutzen oder sowas. Oder eine Militärmap oder eine Adventure-Map. Auf jeden Fall ist echt eine gute Möglichkeit in Minecraft, um durch einen Einblockgang zu gehen. So, und jetzt zeige ich euch, wie man das Ganze baut. Moment, zuerst müssen wir hier den ganzen Regen ausschalten und ja, erstmal Tag machen, denn die Dunkelheit nervt schon ein bisschen. Ich habe nämlich Angst im Dunkeln. So, und was ihr machen müsst, ist nämlich, ihr müsst einen Gang bauen, der drei Blöcke breit ist. Die Länge ist egal, er kann so lang gehen, er kann aber auch nur ein Block lang sein. Aber ein Block lang würde, glaube ich, keinen Sinn ergeben, weil, ja, bringt einfach nichts. Vielleicht kann man dann durch eine Wand gehen oder so, aber egal. Das Wichtige ist, drei Blöcke. Das müsst ihr euch wirklich merken. Drei Blöcke ist Minimum. Dann legt ihr überall einen Flowerpot hin, beziehungsweise eine Blumenvase, eine Vase. So. Und dann legt ihr zwei Blöcke von dem Anfang entfernt die ganzen Teppiche hin. So. Die Farbe könnt ihr euch aussuchen, das ist egal. Und dann kommt das Boot ins Spiel, und zwar legt ihr das Boot dahin und schiebt das da rein. Und wer es nicht hinkriegt zu schieben, kann natürlich auch mit dem Boot dahin fahren. So, und sollte das Boot da drin sein, dann steigt ihr da ein oder versucht es halt zu schieben und dann fährt ihr es da unter die Teppiche, die ihr schon vorher gelegt habt. So wie ich es jetzt gemacht habe. Dann könnt ihr theoretischerweise auch noch hier die ganzen Teppiche ergänzen und hier diese Gänge halt sozusagen wieder zumachen. So, ihr könnt es logischerweise auch so machen, dass der Gang halt drei Blöcke breit ist. Und dann müsst ihr hier halt noch überall Teppiche hinlegen. So, solltet ihr diesen Gang zu Ende gebaut haben, also auch zu Ende bedeckt haben, könnt ihr einfach mit dem Rechtsklick auf das Boot. Weil jetzt habe ich das Boot da hinten liegen lassen. Boot. Wo ist das Boot hin? Hallo? Gut, das Boot ist weg. So, jetzt sollte es aber klappen.
Und zwar, ja, es geht. Wie ihr sehen könnt, bin ich hier unten in einem Boot drin. Und ja, kann jetzt hier einfach sozusagen durchkriechen oder halt, wie man es in echt sagen würde, durchfahren. Und so, hier bin ich auch schon am Ende, wie man sieht. Vorhin war ich hier und, ups, jetzt bin ich halt hier. Damit kann man auf jeden Fall relativ gute, ja, Dinge machen für Adventure Maps und so weiter. Auf jeden Fall habt ihr gesehen, wie man das macht und dass es auch klappt. Und ja, seid kreativ, benutzt das in irgendetwas und schreibt mir davon in den Kommentaren und so weiter, falls ihr das irgendwie benutzt. Und ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Falls ja, lasst einen Daumen nach oben da, abonniert den Kanal, um nichts mehr zu verpassen. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Macht's gut, Leute, euer Psyok.